Hallo Deutschland. Tja, mein Name ist Michael Kuhr. Ich bin seit 1982 in der Security-Branche tätig und habe einen Erfahrungsschatz über weit über 4 Jahrzehnte. Nicht schlecht, oder? Und daher weiß ich, wovon ich rede. Ja. Und für mich ist ganz klar zu erkennen, dass hier die Sicherheit in Deutschland nicht mehr garantiert werden kann. Ja, weil es keine Regeln gibt und weil wir oben in der Regierung Menschen haben, die Macht haben, die aber von ihren Können, da hört er mal wieder, wenn die nächsten abgeholt, ja, mit einem Herzinfarkt oder mit Herzrhythmusstörungen, die komplett überfordert sind und null Ahnung haben, wie Sicherheit funktioniert. Ich weiß, wie Sicherheit funktioniert. Ja. Ohne uns, Türsteher, würde eine Diskothek nicht länger als ein Wochenende aufhaben, ja, weil wir setzen Regeln um. Das heißt, wir kontrollieren vorne an der Tür, ist derjenige schon 18 Jahre, ist er zu stark betrunken, hat er eventuell Drogen genommen, ist er aggressiv. Das wird von uns alles schon selektiert. Und dass man hier sagt, ihr könnt gehen, ihr seid eine Gefahr für unsere Leute, die drinnen sind und die feiern wollen. Ja, die schicken wir dann also weg. Ja, dafür sind wir Securities da. Ja. Und wären wir nicht da und alle würden in einer Diskothek kommen, dann würde es Mord und Totschlag geben, ja, weil jeder hat eine andere Mentalität, jeder kann mit Alkohol anders umgehen, manche fangen an zu lachen, manche werden aggressiv, ja, oder nehmen irgendwelche Drogen und dann ohne Security wäre nur hier Schlägereien und man kann nicht in Ruhe feiern, weil jeder eine andere Mentalität hat. Dafür sind wir da. Passiert im Club Stress, ja, dass jemand schon drin ist und dann zu viel getrunken hat und der wird aggressiv, sind wir dafür da, dass wir entsprechend diesen Gefährder rausschmeißen mit einem Hausverbot. Ja, das ist dann der Grenzschutz, kommt ja in der nächsten Woche wieder. Wir sind da, wir sind die Grenze, wir erkennen ihn, haben ihn abgespeichert. Du hast letzte Woche Stress gemacht, du hast eine Frau geschlagen, du hast jemand eine Flasche über den Kopf gehauen. Hausverbot. Forever. Ja, dafür sind wir da. Das sind Securities. Ja. Macht einen Sinn. Ja. Das weiß auch die Regierung. Darum muss ja auch die Sicherheit da sein. Ja. Ja, wenn wir eine VIP-Veranstaltung haben, ja, wo Promis kommen, wo Politiker kommen, da ist ein ganz hohes Sicherheitslevel. Ja, und da kommt natürlich nicht jeder. Und wir Security-Leute sind dafür da oder die Polizei, dafür zu sorgen, dass also wirklich nur registrierte, überprüfte Menschen in diesen VIP-Bereich kommen. Wäre das nicht der Fall, könnte es nie eine VIP-Veranstaltung geben, weil dann würde jeder kommen, also sprich auch kriminelle Verbrecher, aggressive Leute, Terroristen und alle das müssen wir schützen oder dafür sicher sorgen, dass diese Menschen dort natürlich auf einer VIP-Veranstaltung nicht reingelassen werden. Dafür gibt es dann eben halt die VIP-Gästeliste. Das machen wir. Während wir nicht da, weiß auch die Politik, kann die Sicherheit natürlich nicht garantiert werden. Dann wäre auch es überhaupt nicht möglich, eine VIP-Veranstaltung durchzuführen. Ja? Casinos, alle Casinos in Deutschland werden von Crew Security betreut. Ja? Wenn wir nicht vorne eine Kontrolle machen, ja? Ausweiskontrolle, ja, und Alter muss überprüft werden, weil ab 18 darf man erst in eine Spielbank rein. Und dann gucken wir natürlich im Computer, ist derjenige gesperrt, hat er eine Sperre, eine Selbstsperre, sprich, weil er eben ja, spielsüchtig ist, dann können wir die natürlich nicht reinlassen. Und dafür sind wir da. Wenn wir da nicht wären, dann würde die Sicherheit nicht funktionieren und auch die Fürsorgepflicht kann nicht erfüllt werden, weil es ist ja klar, wir müssen dafür sorgen, dass eben Spielsüchtige nicht in die Spielbahn kommen. Dafür müssen wir kontrollieren. Das findet alles nicht statt. Daher, liebe Bürger, möchte ich hier nochmal ganz klar und deutlich sagen, unsere Politiker haben von Sicherheit null Ahnung. Seit 2015 wird die Sicherheit destabilisiert. Ja, wir lassen unkontrolliert Menschen rein. Wenn wir unkontrolliert Menschen reinlassen würden, in Clubs, in Casinos, auf VIP-Veranstaltungen, das würde nicht funktionieren. Es wäre Chaos, Mord und Totschlag. Versteht doch jeder, versteht jedes Kind. Ja, Regeln sind da und die müssen umgesetzt werden. Hausverbote werden von uns ausgesprochen. Ja, und da muss natürlich auch alles kontrolliert werden mit diesem Grenzschutz, was ich meine. Ja.
Ja, wir wissen, wir haben abgespeichert. Der kommt eine Woche später wieder, nachdem er eine Woche vorher Stress gemacht hat, sind wir die Grenzkontrolle und sagen, stopp, du nicht weg. Du bist eine Gefahr für die Öffentlichkeit. Du bist eine Gefahr für unsere Gäste. Das macht die Security oder die Polizei. Ja, wir wissen, wovon wir sprechen. Ja, und wir müssen den Müll, was unsere Politiker, unsere Regierung hier umsetzt, ausbauen. Aber hier ist eine Grenze erreicht. Ja, weil es kommen zu viele Menschen unkontrolliert, ohne Ausweis. In Casino kommt niemand rein ohne Ausweis. Am Flughafen kannst du nirgendwo hinfliegen, wenn du keinen Ausweis hast. In Clubs, ja, wer keinen Ausweis hat, der kommt auch nicht rein, ja, weil wir müssen kontrollieren, ob er schon 18 ist, ja, oder 23 oder 25, je vom Club zu Club ist die Einlasskontrolle oder das Eintrittsalter höher, ja, weil jeder Club selber entscheiden kann, mit welchem Alter man reinkommt, ja, also hier muss ich ganz, ganz klar und deutlich als jemand, der seit über 4 Jahrzehnten in der Sicherheit arbeitet, ganz klar eine Note 6 der Regierung, unserer Politiker geben, weil die von der Sicherheit gar keine Ahnung haben. Wenn es um ihre Sicherheit geht, ja, dann wissen sie ganz genau, ohne Sicherheit funktioniert gar nichts. Ohne Sicherheit wäre Chaos. Aber wenn es um die Sicherheit unserer Bürger, um Deutschland geht, dann ist denen das scheißegal. Das muss ich ganz klar sagen. Und das muss sich ändern. Wir brauchen Profis. Wir brauchen kompetente Politiker an der Macht, die das sagen haben. Und nicht so eine Anfänger, Amateure.